Elektroschocker auf volle Kraft! Ja, und damit... Hallo und herzlich willkommen. Hallöchen, ich bin's, Mr. DNS. Und ich kann dir helfen. Ja, schön. Hallo und herzlich willkommen. Wenn der neue Generator ausgepackt und aufgebaut ist, kommt niemand ins Raptorengehege. Schnauze, ich erzähle. Ja. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen. Zu dem neuen Lego. Ja. Ich bin froh, dass wir Hammond dazu gebracht haben, uns gratis Wassereis zuzusichern. Ja, bin ich auch. Keine Kosten gescheut. Schnauze! Willkommen. Darf ich jetzt endlich keiner mehr was sagen? Gut. Hallo und herzlich willkommen zu Lego Jurassic World hier auf meinem Channel. Ich bin der Maximal HD und wir spielen jetzt dieses tolle Spiel. Ist erhältlich auf Steam und auf Konsolen. Ja, wie wir sehen können, mit Deutschsprache. Also, es ist deutschsprachig sogar. Wie geil ist das denn? Ein deutschsprachiges Lego-Spiel. Also, die Star Wars-Dinger und so, die kenne ich nur als und so. Und das ist einfach mit Sprache und allem, das ist mega geil. Ich feiere das ziemlich. Ich mag diese Lego-Spiele. Kann ich auch offen zugeben, ist mir egal eigentlich. Mag das Spiel. Benutzt den Schockstab, um ihn anzuwerfen. Oh Mann, das ist echt guter Kaffee. Macht die Gefahr und diese Schwüle fast wieder wett. Was fehlt dir denn noch zu deinem Glück? Bessere Plunderstückchen. Ja, ich freue mich, dass wir das jetzt zusammen hier spielen können. Ich hoffe, euch gefällt das. Wenn ja, könnt ihr ja mal einen Comment da lassen. Mir so eure Meinung dazu sagen. Wir spielen auf jeden Fall gleich los, weil ich hier alles zerhauen habe. Jawohl. Jawohl. Gewalt gegen Teile. Schnauze da oben. Sonst gibt's Haue. Hier, so. Und wir machen mal das Ding hier an. Zack. Ach ja, was immer du tust, versuch niemals diese Teile mit der Zunge zu berühren. Ja, danke für die Information. Elektroschocke auf volle Kraft. Ja, das hast du vorhin schon gesagt. Wer hat die Käfigbahn kaputt gemacht? Bis die wieder läuft, bewegt sich dieser Raptor nicht vom Fleck. Aber wir machen erstmal Licht. Ich sehe ja gar nichts. Ja, ich komme ja gleich. Brauchen wir erstmal Licht hier. Was ist das denn? Muldoon sagt, wir sollen irgendwo raufklettern, damit er uns nicht erwischt. Nur im Notfall unsere Waffen benutzen. Aha, eine Karte. Eingeworfen und wäre abgehauen. Hä? Naja, eigentlich wollte ich das selber mit dir machen. Aha, hier gibt es was zu graben. Oh. Ah, einen Teil haben wir schon mal. Sehr gut.
Ja, ja. Ungeduldige Viecher da. Los. Muss mal ganz kurz hier. Dino Scheiße. Muss die Steuerung nochmal konfigurieren. Ich spiele hier gerade mit Gamepad und habe jetzt wie nicht normal die Aktion auf Kreis, sondern auf Viereck. Ich habe mit PS3 PC Controller, deswegen. Naja. Das machen wir gleich nochmal umändern. Was? Hast du die Zäune angeleckt oder warum? So, das Ding kannst du mal wieder weg. Brauchst du Hilfe, mein Freund? Hä? Muss ich meine Postleitzahl eingeben? Ja. Definitiv. Postleitzahl ist richtig. Das ist auch meine Sozialversicherungsnummer. Oh Gott. Jetzt wird's peinlich, mein Freund. Oh, halt. Es ist das Alter meiner Mutter in vielen Jahren, nicht wahr? Ja, ja, jetzt ist er aber gut hier. Ah, ich weiß schon. Ich sehe es. Vorsicht! Bam! Oh, toll. Jetzt ist die Lampe kaputt, du Idiot! Nichts keiner. Lalala. Okay, schiebe Trupp an die Arbeit! Eine Panik! Ran an das Ding! Schieben! Schieben! Wie? Ich jetzt auch? Ach so. Na schön. Oh, das ist ganz schön schwer, das Ding. Schiebetrupp, zurücktreten! Die Käfigleiter klemmt. Kann noch mal jemand den Sicherheitscode eingeben? Ich bin zur Stelle, ich bin zur Stelle. Ich komme mit dieser Schalltafel so gar nicht klar. Ich kenne den Sicherheitscode aus dem Weg da. Zack, zack, zack. Joffrey, zieh das Tor hoch! Jawohl, gut gemacht, was? Zieh das Tor hoch! Das ist aber gefährlich, du. Da könnte was passieren! Endlich! Meine Wurst! Lass mich in Ruhe! Rette meine Wurst! Erschieß ihn! Meine Wurst! Du Depp! Meine Wurst! Was haben wir denn hier? Ein Velociraptor? Nein, kein Velociraptor. Müll. Vielleicht wurde bei einer anderen Ausgrabungsstätte was gefunden. Wie geil ist das denn? Die haben die Original-Synchronstimme. Haben wir hier nur alte Münzen? Speichern. Was? Wirklich? Das ist ja unglaublich. Ha? Wieso? Nun, bisher wussten wir nicht mal, dass Dinosaurier irgendeine Kultur besaßen, geschweige denn ein Währungssystem. Sag mir doch nochmal, was deine Qualifikation ist. Oh, ich bin mir ganz sicher. Genau hier Hier ein paar Infos. Yep, hier bin ich goldrichtig. In ein paar Minuten habe ich es geschafft. Ach so, ich habe die Schaufel. Nur noch ein bisschen. Na, mal schauen, was er hier. Ha! Ach, Mano, es war da drüben. Ich war so nah dran. Ein Velociraptor? Ja, und in gutem Zustand. Wen
wenigstens ein Teil der Lorbeeren gebührt mir. Das ist praktisch mein Fund. Achso. Ja. Das sind zwei. Was war das nochmal? Bin ich überfordert. Das sind vier? Hä? Jetzt nochmal was. Was? Wie? Ach so, okay. Aha. Geh kaputt. Nein. Oh. Toll. Naja, ich kann auch den hier unten bauen. Toll. Hopp. Ist das Teil festgeschraubt? Komm schon, beweg dich. Phew. Bis ich das Ding da rauskriege, bin ich ausgestorben. Kann man dir vielleicht helfen? Ein Presslufthammer? Das ist eine Bombenidee. Bin doch ganz vorsichtig. Hast du etwas Kleber dabei? Witzbold. Gewalt gegen Kisten. Yeah. Und Steine. Achso. Ups. Lalalala. Was? Manu. Ja, ich habe keine Sandburg gebaut. Vielleicht wurde bei einer anderen Ausgrabungsstätte was gefunden. Jetzt beruhig dich mal. Was ist mit dir los? Entspann dich mal. Das eine Mal, dass ich keine Schere dabei habe. Ja, das ist Pech. Denk dran, die Doktoren Settler und Grant wollen, dass wir bei diesem Fossil größte Vorsicht walten lassen. Ja. Wer macht was kaputt? Kehrmaschine? Was? Nee. Willst du mich verarschen? Map. Ja, machen Sie selbst ja auch immer. Beim nächsten Mal bringe ich einen Sandstrahler mit. So, graben wir das schöne Ding mal aus. Mal zusammenbauen. ...16 cm lange Raubkralle, scharf wie ein Rasiermesser, auf der Mittelzehe. Cool. Dr. Grant, Dr. Settler, wir sind fertig für den nächsten Versuch. Ich hasse Computer. Beruht auf Gegenseitigkeit. Ach, echt? Ja, ich mach hier, komm, jo. So, ich muss jetzt leider aber mal ganz kurz hier lang gehen und speichern. Ich geb's auf. Versuch du's mal. Gleich. Ich kann nicht mehr speichern. Fick dich! Ich will speichern!
Hallo. Naja, aber ich würde sagen, das war's mal für die erste Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin. Ciao. Und meine nicht vergessen. Tschüss.